Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Filmkritiker ist einer der genialsten Jobs, die man sich vorstellen kann. Hören Sie mir ernst, du sitzt den ganzen Tag in deinen eigenen vier Wänden und schreibst oder sprichst im Idealfall über Dinge, die du magst. Gut, manchmal muss man natürlich so ziemlich den ärgsten Topfen, den man seit langem gesehen hat, auch irgendwie noch durch und runter drücken, aber im Großen und Ganzen ist man quasi vor den echten Problemen der echten Welt relativ sicher. Und trotzdem kann es einem passieren, dass manchmal ein Film ins Haus flattert, wo man alleine aufgrund seiner Definition einfach nur schlucken kann. Und was könnte im Jahr 2023 unangenehmer wirken als ein Kriegsfilm? Ja, richtig. Ein Kriegsfilm aus der Ukraine über einen tatsächlichen invasorischen Einsatz der Russen. Yikes! Und damit muss ich an der Stelle eines ganz klar und deutlich sagen am Anfang von diesem Video. Ich bin ein Filmkritiker. Ich bin nicht historisch informiert, auch historisch nicht interessiert. Das heißt, ich werde in diesem Video keine historischen Bezüge, keine tatsächliche, wirkliche, interessante politische Abhandlung über die Konflikte zwischen Russland und der Ukraine abhalten und wie es dann letzten Endes zu der Eskalation des Konflikts gekommen ist. Dafür gibt es wesentlich bessere, talentiertere und, well, klügere Leute als mich. Ich konzentriere mich tatsächlich ausschließlich auf die kleine cinematografische Realität, die mir die Bush Media Group in Scheibenform hier serviert hat. Und grundsätzlich spielt der Film Sniper the White Raven im Jahr 2014, kurz nach der Zeit, wo Putin die Krim in der Ukraine annektiert hat und generell diese bekannte Grenzregion Donbass im Osten der Ukraine, wo ja auch ein Teil von dieser Region in Russland ist, was mehr oder weniger eines der Hauptgebiete ist, die Putin gerne für sich beanspruchen möchte, gab es schon immer und seit Ewigkeiten schwelende Konflikte. Und immer wieder sind Russen dort mehr oder weniger demonstrativ über die Grenze gekommen, um quasi das Sicherheitsgefühl in dieser Region irgendwie zu untergraben. Und das bringt mich zu der Geschichte, zu der tatsächlich wahren Geschichte des Lehrers Mikola Voronin, der nämlich in dieser Gegend mit seiner Frau Natasja Nastja gewohnt hat und die beiden haben ein Kind erwartet. Und in relativ idyllischen und ruhigen Bildern zeigt uns der Film am Anfang eigentlich recht deutlich, wie schön dieses zurückgezogene Leben für die beiden war. Sie haben sich mehr oder weniger ihre eigene Hobbithöhle irgendwo auf einen Hang gebaut. Er geht halt gelegentlich einmal in die Stadt, um dort eben seiner Tätigkeit als Physiklehrer noch dazu nahe zu gehen, während eben die Frau zu Hause bleibt. Sie erzeugen ihren eigenen Strom, sie sind leben wirklich abgeschottet und zurückgezogen. Wobei, das hat bald einmal ein Ende. Also nicht das zurückgezogen und abgeschottet, sondern der Teil mit dem Leben. Als irgendwann einmal dann nämlich russische Soldaten vorbeischauen, einfach nur am Anfang, um die beiden zu traktieren, aber nachdem Natasja dann Nastja auf die Idee kommt, sich ein bisschen zu wehren, wird sie einfach vor den Augen ihres Mannes erschossen. Und der schwört dann natürlich Rache und zieht ins ukrainische Militär ein, wird dort ein Scharfschütze und schwört quasi den Mördern seiner Frau erbitterte Rache. Soweit die Geschichte des Films und soweit auch tatsächlich die absolute Realität. Das, was ich euch jetzt erzählt habe, ist wirklich passiert im Jahr 2014. Und Mikola Voronin hat auch tatsächlich an dem Drehbuch von diesem Film mitgeschrieben. Es gibt leider nicht wahnsinnig viele Informationen zu ihm und seiner Geschichte. Beispielsweise hat er zumindest noch keinen umfangreichen Wikipedia-Artikel, hat auch keine geschriebene Biografie veröffentlicht, in der er das Ganze dokumentiert, sodass man dieses Biopic in dem Fall eben jetzt quasi nicht als Verfilmung eines literarischen Biopics sehen muss, sondern tatsächlich als Original Biopic. Gemacht wurde die
Geschichte gemeinsam mit dem Co-Autor und Regisseur Marian Buschan, der zwar noch eine relativ kurze und überschaubare Filmografie in der IMDb aufweist, der gerade zuvor erst mit dem Film Lucescu Phenomenon ein Porträt über einen Fußballtrainer gemacht hat, wo quasi die Ernsthaftigkeit und vor allem Relevanz von dem, was er abliefert, doch einen deutlichen Sprung nach oben geschafft hat. Wir sehen in dieser relativ kleinen ukrainischen Filmproduktion demnach auch überwiegend Darsteller, nicht nur die wir hier im Westen so gut wie gar nicht kennen, beziehungsweise sondern auch welche, die meistens nur ganz kurze, im meisten Fall nur einstellige Filmografien in der IMDb vorzuweisen haben, weswegen wir jetzt den Teil mit der Beschau von Cast and Crew relativ drastisch abkürzen werden. Die meisten Gesichter sehen wir in diesem Film zum allerersten Mal. Und das wahrscheinlich selbst, wenn wir ukrainische Filmfans von ukrainischen Filmen wären. Aber was sehr interessant ist an dieser Geschichte ist, dass das Militär natürlich diese dann für das Jahr 2022 angedachte Geschichte selbstverständlich unterstützt hat, weil, und das finde ich ganz besonders spannend, der Film Sniper sich zwar optisch ein kleines bisschen an Clint Eastwoods American Sniper anlehnt und natürlich eine ganz klare Charakterzeichnung hat, die in dem Fall lautet Ukraine gut, Russland böse, was aber zugegebenermaßen von der aktuellen Realität auch nicht wahnsinnig weit abweicht. Aber der Film kommt tatsächlich ohne dieses unsägliche amerikanische Hurra-Patriotismus, Hurra-Militärgebrabbel aus. Und das war für mich tatsächlich wirklich angenehm. Ich wusste nicht, was von einem ukrainischen Kriegsfilm aus der aktuellen Zeit zu erwarten war, aber das, was mir hier präsentiert wird, war tatsächlich eine sachliche, klare Darstellung von realen Ereignissen, ohne dabei unnötig auf die Tränendrüse zu drücken. Wobei man tatsächlich auf der einen Seite auch anmerken muss, dass man halt merkt, dass nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera noch relativ unerfahrene Leute tätig waren. Tatsächlich ist die Kamera mit das Beste an dem Film und schafft es tatsächlich eben diese emotionalen bzw. weiten Landschaftsaufnahmen sehr schön einzufangen, aber man merkt ganz besonders eben am Drehbuch, ich sag jetzt einmal ganz dezent, die ein oder andere Unbeholfenheit. So ist nämlich einerseits die Geschichte, die Mykola als eigentlich absolut friedfertiger Pazifist, der dann plötzlich von der einen zur anderen Sekunde die Waffengewalt und Rache schwört, der dann auch, wenn er den ein oder anderen Abschuss tätigt, immer noch Sätze raus hat wie "Und das ist für die Krim, Buff!", wo quasi seine Charakterentwicklung nicht immer 100% nachvollziehbar ist, wo es der Film auch teilweise nicht ganz schafft, den Zuschauer emotional abzuholen und emotional mitzubringen. Der Film bleibt eigentlich relativ kalt. Das kann natürlich sein, dass das von den Machern auch in dem Fall gewollt war, um eben die Kälte des tatsächlichen Krieges darzustellen. Aber da hätte vielleicht etwas mehr Emotionalität, vor allem etwas mehr Verbindung zu dem Charakter von Mykola Voronin sicherlich dazu beigetragen, dass man diesen Film noch intensiver wahrnehmen kann. Dazu sei zu sagen, dass der Film mit seinen fast 2 Stunden Laufzeit auch die ein oder andere Länge aufzuweisen hat, zumal man natürlich auch dazu sagen muss, dass die Konfrontationen eines Snipers jetzt meistens nicht gerade face-to-face ablaufen. Also man muss natürlich wie ein realer Sniper ein bisschen lauern, liegen, abwarten und noch weiter abwarten, aushalten. Eben quasi so wie die klassischen Camper in den Shooter-Online-Games, beziehungsweise halt eben reale Sniper. Da hat man aber tatsächlich sicherlich bei diesen Sequenzen des Films gemerkt, dass der Film auf gar keinen Fall Wert auf plakative, übertriebene Action gelegt hätte, sondern eben darauf, das Ganze möglichst realitätsgetreu darzustellen. Und da war es sicherlich auch hilfreich, dass man mit Verona einen Experten mit im Team hatte. Dazu muss man dazu sagen, dass der Film auch die ein oder andere, wie soll man sagen, because the plot says so Geschichte hat und es teilweise etwas konstruiert wirkt, beispielsweise wie oft Voronins Charakter dann den tatsächlichen Mördern seiner Frau beziehungsweise tatsächlichen Schülern aus seiner Schule immer wieder über den Weg
läuft förmlich nach die Welt ist eine Nussschale in dem Fall. Aber das sind halt Dinge, der man sich behelfen musste, um diese Geschichte zu erzählen, die mich persönlich beim Anschauen jetzt auch nur bedingt gestört haben. Vor allem, weil der Film auch die ein oder andere gut gemachte Effekteinlage bietet und das Finale dann tatsächlich eine ziemlich derbe einige derbe Härten bzw. eine coole, spannende Atmosphäre aufweisen kann. Weil auch wenn natürlich dieses Duell der beiden Sniper jetzt nicht ansatzweise mit Enemy at the Gates beispielsweise gleichzusetzen ist, ist es doch irgendwie interessant inszeniert. Und dabei hat man natürlich immer wieder auch diese ganze, aktuelle, reelle Scheiße vor Augen, die einem dieser Film vielleicht noch ein kleines bisschen deutlicher vor Augen führt, weswegen alleine aufgrund eben der historischen, aktuellen, politischen Relevanz sicherlich noch mehr Empfehlung in die Richtung für das Anschauen von Sniper the White Raven gilt. Und nachdem es sich dabei eben um einen recht kleinen, recht unbekannten ukrainischen Film handelt, hilft es natürlich dabei, sich den Film aus deutschen oder österreichischen Gebieten anzuschauen, dass die Bush Media Group für den 20. Jänner 2023 einen deutschsprachigen DVD bzw. Blu-ray-Release datiert hat. Und den habe ich eben als Rezensionsmuster vom Label hier bekommen und freue mich deswegen drauf, mit euch in der heutigen Ausgabe von Playzuckers Blu-ray-Check etwas ernster und vor allem relevanter als normal unterwegs zu sein und mit euch einen gemeinsamen Blick auf die Blu-ray von Sniper the White Raven zu werfen. Das Cover-Artwork der deutschen Blu-ray von Sniper the White Raven könnte natürlich genauso gut auch Soldat.jpg heißen, ist allerdings tatsächlich kein Design, das sich die Bush Media Group für den deutschen Release des Films erst einfallen hat lassen. Dabei handelt es sich auch um das ukrainische Original-Plakatmotiv zu dem Film, das eben beispielsweise auch in der IMDb abgedruckt ist. Da haben wir es dann natürlich mit einem Originalplakat in Originalplakatformat zu tun, das natürlich deutlich länglicher ist als das Format von einem klassischen Blu-ray-Case. Deswegen musste die Bush Media Group hier die ein oder andere Einschränkung vornehmen. So hat man den Titelschriftzug etwas weiter nach unten gesetzt. Im Original würde dieser nämlich nach einem kleinen Abstand tatsächlich erst überhalb von dem Kopf des dargestellten Soldaten anfangen und eben nicht zur Hälfte in dessen Helm hineinschauen. Beziehungsweise hat das Bild natürlich dann auch auf der unteren Seite ein kleines bisschen Material verloren. So würde man eigentlich noch das auf dem anderen Arm von Voronin abgelegte Sniper-Rifle etwas deutlicher sehen können. Ansonsten ist es aber tatsächlich das genau gleiche Motiv, man erkennt das natürlich ganz besonders deutlich, dass diese hinzugefügten Splitter, Funken bzw. sonstigen Effekte hier bei der deutschen Coverversion an exakt derselben Stelle sind, wie sie das auch beim Originalmaterial sind. Das Einzige, was man hier nur weggelassen hat, ist eben das Logo der Produktionsfirma UM Group bzw. der Hinweis auf die Ukrainian State Film Agency, die den Film natürlich in seiner Produktion auch unterstützt hat. Genauso wie tatsächlich das original ukrainische Militär. Die haben nämlich ca. 100 Statisten an der Produktion beteiligen lassen und was natürlich dann auch irgendwie noch einmal zum Schlucken verleitet, ist, dass viele von diesen Militär-Originaldarstellern sowie auch sehr viele der Schauspieler aus dem Film aktuell tatsächlich an der Front im Krieg kämpfen müssen. Und wenn wir dieses Cover-Artwork dann betrachtet haben, dass grundsätzlich, was man vor allem im unteren Bereich sieht, ein kleines bisschen einen grainigen Look hat, was aber natürlich auch dazu beiträgt, dieses etwas unterkühlte und vor allem irgendwie diese raue Härte des Krieges noch ein bisschen mehr darzustellen. Das passt hier etwas besser. Auch, dass das Motiv von dem Soldaten ein bisschen ausgeblichener ist und nicht eben ein perfekt punktscharfes Bild wie aus irgendeinem x-beliebigen Call of Duty Frontcover, lässt das Ganze hier, finde ich, dann doch ein bisschen realistischer wirken. Wir können dann einmal über den Spine-Schaum da lesen. Da lesen wir natürlich genau in der Mitte den Filmtitel, beziehungsweise sehen wir dann auf der oberen Seite, beziehungsweise ist der Titel nicht ganz exakt in der Mitte, wenn man das wirklich mit dem Finger nachmisst. Es fällt glücklicherweise aufgrund des Miniaturbilds vom Frontcover nicht ganz genau auf, aber der Titelschriftzug sitzt etwas weiter in der unteren Hälfte als eben genau in der Mitte. Dabei
können wir dann einmal einen Blick auf das Backcover werfen. Da finden wir natürlich eben noch ein paar weitere Bilder und Ausschnitte aus dem Film. Wir sehen ein paar Kritiker-Zitate, die Inhaltsangabe des Films, Cast and Crew-Angaben, sowie dann natürlich auch die technischen Details, sowie die sonstigen Informationen rund ums Bonusmaterial. Und das bietet uns neben einigem Trailer-Material tatsächlich nur ein Behind-the-Scenes-Feature, das allerdings nur 2 Minuten lang geht und quasi ein unkommentiertes B-Roll ohne Untertitel ist. Obwohl dieses Feature dermaßen kurz ist, bekommen wir aber trotzdem einen Einblick in verschiedene Sets und verschiedene Dreharbeiten, weswegen ich tatsächlich das Ansehen von diesem Bonusmaterial eben vor allem für diejenigen, die tatsächlich Interesse an einem kurzen Blick hinter die Kulissen haben, durchaus empfehlen würde. Wir wechseln dann einmal ins Innere von diesem Case. Da hat die Busch Media Group das Cover Artwork meiner Meinung nach absolut hervorragend für den runden Silberling angepasst. Da wurde das Bild nämlich eben etwas nach oben geschoben. Wir sehen eben auf der unteren Seite eben auch die von mir vorher angesprochenen Elemente, die eben bei der Darstellung auf dem eigentlichen Cover-Artwork fehlen. Wir sehen, dass ähnlich wie der Raucher aus dem Akte X-Universum unser Cover-Soldat hier quasi direkt in der Halsgegend dieses eine Loch für den Innenring eingebaut bekommen hat. Beziehungsweise, finde ich, haben wir auch die anderen Bildelemente sowie den Titelschriftzug recht gut und kompetent auf diese Disc geholt. Aber jetzt habe ich ganz ehrlich im ersten Segment von diesem Video relativ viel über die visuelle Umsetzung des Films, über sein Farbspektrum, über seine Kameraeinstellungen gesagt, aber euch noch gar nichts davon gezeigt. Und das möchte ich natürlich an dieser Stelle nachholen, auch wenn wir natürlich im nächsten Segment uns in erster Linie mit der Frage beschäftigen wollen, in welcher Bildqualität der Film Sniper the White Raven eigentlich auf der deutschen Blu-ray vorliegt, wir diese bei einer digitalen Filmproduktion aus dem Jahr 2022 aber relativ leicht beantworten können, machen wir quasi beides gleichzeitig. Wie üblich habe ich dafür einige Screenshots aus dem deutschen HD-Transfer der Busch Media Group direkt mitgebracht, möchte allerdings wie üblich darauf hinweisen, dass ich die Bilder in der jetzt folgenden Slideshow weder bearbeitet noch verfremdet habe, dass ich sie aber trotzdem abspeichern, ins Video einfügen, dieses dann rendern und auf YouTube hochladen musste, weswegen die Bildqualität der Screenshots in der jetzt folgenden Slideshow nicht mehr 1:1 mit der tatsächlichen Blu-ray-Bildqualität übereinstimmt. Stimmen kann. Aber ich finde, dass diese Screenshots trotzdem immer die Besprechung dieser Screenshots ganz gut untermauern. Wir bekommen eben bei dem Film Sniper the White Raven einen Film im digital gedrehten Format 2,35:1 zu Gesicht, der meiner Meinung nach eben hier auf der deutschen Blu-ray auch absolut hervorragend und akkurat dargestellt wird. Wir haben es eben, wie bereits erwähnt, mit einem Film mit einer Laufzeit von 112 Minuten zu tun und die Busch Media Group hat sogar das extra Geld in die Hand genommen und eine zweischichtige BD50 angefertigt, obwohl der Filmtransfer mit seinen 25,4 GB nur quasi ganz, ganz knapp über die Grenze der einschichtigen Disc drüber geht. Aber da ist es natürlich lobenswert, das vorliegende Ausgangsmaterial nicht noch einmal weiter runter zu komprimieren, was dann natürlich für etwaige Kompressionsspuren verantwortlich hätte sein können. Denn in Sachen Kompressionsspuren ist die deutsche Blu-ray von Sniper sehr angenehm zurückhaltend. Natürlich liefert alleine das digitale Filmemachen von der Ausgangskamera her schon vielleicht das ein oder andere Stück Banding im Hintergrund, beziehungsweise kann man natürlich, wenn man ganz genau in die homogenen Hintergrundflächen oder auch die feinen Strukturen blickt, auch das ein oder andere Blockerl oder Artefaktel erkennen, aber wir bekommen den ganzen Film hindurch definitiv zu keiner Zeit irgendwelche störenden Kompressionsspuren zu Gesicht. Leider konnte meine Recherche nicht herausfinden, mit welchen Kameras der Film tatsächlich aufgenommen wurde, beziehungsweise in welchem Format, in welcher Auflösung das Originalmaterial erstellt wurde, beziehungsweise in welcher Auflösung dann das Digital Intermediate vorlag, mit dem dann eben die Post-Production und der Schnitt gemacht wurden. Wir bekommen aber trotzdem hier auf der Blu-ray dann entweder ein 2K oder 4K Ausgangsmaterial, was natürlich beides für das reine High-Definition-Medium Blu-ray absolut ausreichend wäre. Wir sehen auch bei diesem Film eine absolut hervorragende Detailschärfe, die selbst bei meinem 86 Zoll großen Fernseher zu keiner Zeit irgendwelche Schwächen offenbart hat. Man merkt natürlich, dass hier teilweise mit etwas unterschiedlichem Equipment gearbeitet wurde, dass hier beispielsweise auch einige Drohnenaufnahmen eingefügt wurden in das Material, die dann
qualitativ etwas abweichen. Es gibt in meiner Slideshow sogar den ein oder anderen Screenshot mit Untertiteln. Das liegt daran, dass in diesen Sequenzen ukrainische Songs gesungen werden, wobei eben der Inhalt von diesen recht melancholischen und traurigen Liedern dann in den Untertiteln noch einmal wiedergegeben wird. Wir bekommen ein Bild, das zwar in Sachen Schwarzwert teilweise etwas flach bleibt und eben nicht ganz dynamisch die untersten Seiten des Grauspektrums erforscht, was das Bild natürlich auch eben etwas flach teilweise wirken lässt. Das ist aber halt natürlich etwas, das auch bei der digitalen, beim digitalen Filmemachen immer wieder zu sehen ist, dass das Bild zwar durch diesen digitalen Videolook sehr, sehr angenehm ruhig ist, dafür halt aber auch eben nicht das Level an Plastizität erreicht, die man teilweise über 35mm Filmmaterial etwas besser erreichen kann. Aber trotzdem handelt es sich eben bei der Bildqualität der Blu-ray von Sniper um ein absolut hervorragendes Bild, das eben vor allem in puncto Schärfe und Detailzeichnung sehr gut ausgefallen ist, das halt eben auch von dem bewusst als Stilmittel eingesetzten unterkühlten Farben oftmals etwas verändert wurde, wo auch der Kontrast natürlich immer wieder ein kleines bisschen verändert wurde, um eben diesen kalten Look des Films darzustellen. Aber insgesamt ist das ein Film, der, finde ich, für einen Kriegsfilm aus dem Jahr 2022 absolut hervorragend aussieht. Und damit stehen wir am Ende nur vor der alles entscheidenden Frage: Will man im Jahr 2023 einen ukrainischen Kriegsfilm sehen? Und tatsächlich sage ich gleich einmal so viel: Diese Frage kann, will und werde ich für euch nicht beantworten. Wir haben es tatsächlich mit einer realen Geschichte, einer realen Familie aus der realen Donbass-Region zu tun, die sich im Jahr 2014 wirklich zugetragen hat. Das ist natürlich noch damals die Anfangszeit von dem, was jetzt dann vor ein paar Ewigkeiten eskaliert ist, aber es ist natürlich etwas, das auch ganz besonders spannend zu sehen ist, wo ich für meinen Teil auch ein bisschen was erfahren habe über die Hintergründe, auch wenn sich der Film eben mit einem tatsächlichen Dämonisieren der gesamten russischen Bevölkerung beziehungsweise eben hier dem patriotischen Hau drauf Rundumschlag wirklich angenehm zurückhält und man eben über weite Strecken den Film auch als ganz einfachen Kriegsfilm sehen kann, ohne es zwangsläufig eben immer wieder an die bösen Russen, den bösen Putin oder eben die Tatsache, dass das alles echt ist, erinnert zu werden. Was das betrifft, ist der Film sehr angenehm zurückhaltend ausgefallen, hat eine recht angenehme und interessante Message, verliert diese und den Zuschauer aber tatsächlich teilweise trotzdem in der ein oder anderen Sequenz, wo eben die Entscheidungen unseres Hauptcharakters nicht immer absolut perfekt nachvollziehbar oder gar ansatzweise begründet sind, wo eben einige Charaktersprünge drinnen sind, was man einfach nur auf die mangelnde Erfahrung der Drehbuchautoren zurückführen kann. Trotzdem muss man sagen, ist es ein wahnsinnig ambitioniertes Projekt im Jahr 2022 in der Ukraine einen Film zu drehen. Insbesondere natürlich noch dann, wenn es sich auch noch um einen Kriegsfilm handelt. Aber es ist ein durchaus sehenswerter Film. Man darf sich nur auf gar keinen Fall einen Actionfilm erwarten. Es handelt sich bei Sniper, wie eben auch das Wort eigentlich vermuten lässt, um einen sehr ruhigen, auch teilweise sehr lang abwartenden, teilweise auch zu lang abwartenden Film, der aber natürlich einerseits für Kriegsfilmfreunde beziehungsweise auch Interessierte an dem aktuellen realen Konflikt definitiv zu empfehlen ist und einem als Zuschauer sicherlich auch den ein oder anderen Gedanken über seinen Abspann hinaus mitgibt.